Guten Morgen! Heute das von vielen gewünschte Video zum Thema Keimen und Sprossen. Es hat sich nach meinem ersten Video herausgestellt, was ich vor 2 Wochen gepostet habe, das Video findet ihr oben in den Infokarten, dass viele überhaupt noch keine Ahnung vom Thema haben und sich eine ganz grundsätzliche Einleitung zum Thema Sprossen und Keimen wünschen. Und ja, die möchte ich euch heute geben. Generell gibt es erst einmal, ja, wenn ihr irgendwas keimen lassen wollt, gibt es immer zwei Zeiten, die ihr beachten müsst. Zum einen die Einweichzeit und zum anderen die Keimzeit. Als ersten Schritt, egal was ihr verwendet, weicht ihr eure Samen ein. Das ist immer der erste Schritt, einweichen. Das sorgt dafür, dass der Samen erstmal ja, so viel Wasser aufnehmen kann, wie er benötigt. Die Einweichzeit reicht von ein paar Sekunden oder sagen wir mal 1-2 Minuten, wie bei Alfalfa, Leinsamen oder Kresse, bis hin zu 12 Stunden, wie bei Kichererbsen, Roggen oder schwarzen Bohnen. In dieser Zeit fügt man also einfach kaltes Wasser, manche empfehlen lauwarmes, aber das liegt einfach nur daran, dass manche Menschen generell irgendwie immer lauwarmes Wasser empfehlen. Egal was man sie fragt und in welchem Kontext, sie empfehlen immer lauwarmes Wasser. Zumindest das ist irgendwie so mein Eindruck. Ich nehme jedenfalls kaltes Wasser und gieße ja, das zu den Samen, so dass diese reichlich bedeckt, weil die sich auch ein bisschen aufsaugen, reichlich bedeckt sind und lasse es analog zur entsprechenden Einweichzeit stehen. Bis hierhin überhaupt kein Problem. Ja, nach der Einweichzeit beginnt dann die Keimdauer. Auch diese ist unterschiedlich. Ich habe euch mal einen Link gepostet unten, wo ihr die Einweichdauer und die Keimzeit alles wirklich in Ruhe euch nochmal anschauen könnt, für die einzelnen Produkte auch mal nachrecherchieren wird. Es würde jetzt nichts bringen, wenn ich euch zu jedem das Einzelne sage, es geht hier rein, dort raus. So. Und während des Keimungsprozesses ist es dann wichtig, dass die Samen eben nicht mehr im Wasser liegen, wie bei der Einweichzeit, aber trotzdem noch über genug Wasser verfügen, um die Keimung voranzutreiben. Daher und auch um die etwaigen Giftstoffe zu entfernen, wässert man die Samen frühs und abends für 1 Minute. So, also man gießt Wasser auf, also nachdem man eingeweicht hat, erstmal komplett Wasser wegkippen und dann frühs und abends Wasser aufschütten. Dann lässt man es 1 Minute und dann spült man es wieder ab. Und das war's. So ja, sind die Samen einerseits wieder feucht genug, um weiter zu keimen, und andererseits sind eben die abgebauten Giftstoffe dann auch abgespült, frühs und abends. Und das Spiel geht dann eigentlich immer weiter. Frühs und morgens kurz mit Wasser auffüllen, kurz warten und dann komplett abspülen und dann wieder zurück ins Glas oder wo rein auch immer. Zu beachten ist die Raumtemperatur, wo die Samen keimen. Die sollte bei ca. 20 Grad liegen. Das ist wirklich wichtig. Da muss man drauf achten. Der Hinweis, dass manche Samen Dunkelkeimer sind, also zu Beginn des Keimungsprozesses es lieber dunkler haben, den beachtet man im Ideal. Aber bei mir keimen sie alle, egal ob Dunkel- oder Lichtkeimer. Ich habe die alle hier irgendwo in der Küche stehen und ja, also es sollte sicherlich nicht auf Dunkelkeimer nicht die pralle Sonne drauf knallen, aber spätestens in der Nacht ist es in der Wohnung ja sowieso dunkel. Also von daher könnt ihr eigentlich drauf scheißen auf Dunkelkeimer, Lichtkeimer. Aber ist theoretisch wahrscheinlich genauso wie mit dem lauwarmen Wasser, ne? Es gibt Menschen, die Details dann wichtig sind und da ist das dann halt wahrscheinlich auch profitabel. Aber ist manchmal auch nicht so schlecht. Also aufs Leben betrachtet finde ich sogar sehr gut. Da findet das mal einen Zuspruch. Aber so bei solchen kleineren dann, naja, bin ich glaube ich einfach auch zu faul, weil es ja auch so funktioniert, ne? Also einfach einweichen, dann zweimal am Tag wässern und abspülen und auf die 20 Grad achten und das war's. Eine Frage, ja, die man dann immer noch beantworten muss, ist die Frage nach dem Keimgefäß. Ich habe da bisher folgende Sachen ausprobiert: ein Keimglas, ein Keimturm und eine Schüssel. Alles funktioniert ja etwas anders. Bei der Schüssel, ja, ehrlich gesagt, mein bisher beliebtestes Utensil läuft es so ab, dass man ja, früh und abends die Schüssel mit den Samen quasi, also die Samen, die hier drin sind, ist ja kein Wasser mehr drin, hier drin, Wasser einlaufen lässt, hinstellt, 1-2 Minuten wartet, ins Sieb kippt, zurückkippt und ja, und das war's dann. Zurück in die Schüssel und ja, bums aus Nikolaus. Das ist so ungefähr die einfachste Variante und letztlich auch wohl die praktikabelste irgendwo, gerade wenn man jetzt größere Mengen benötigt. Aber für den Ästheten und den Perfektionisten gibt es dann aber natürlich auch noch
ja, das Keimglas und den Keimturm. Und da funktioniert das ja, nach folgendem Prinzip. Im Keimturm, das wäre dieses Ding hier. Da wird oben eine Tasse Wasser reingegossen. Und das Wasser wandert dann sozusagen langsam unten in die letzte Auffangschale. So verweilt das Wasser jeweils in der jeweiligen Schale, wo auch die Samen drin sind, sodass sie ja, 1-2 Minuten auch quasi gewässert sind und dann das Wasser abtropft. Und ja, letztlich ist die unterste Schicht dann, wo das Wasser aufgefangen wird, die muss man dann natürlich immer wechseln und ja, vor jedem neuen Spülvorgang. Das ist dann der Keimturm. Der Vorteil ist, man braucht kein Sieb, ne? Und es sieht schön aus und die Samen verteilen sich gleichmäßiger und man nutzt auch die vergrößerte Oberfläche durch das Turmsystem einfach besser aus. Ne? Das ist der Keimturm. Im Keimglas, was letztlich nichts weiteres ist als ein Glas mit einem durchlöcherten Deckel, ja, da braucht man ebenfalls kein Sieb, sondern füllt das Sieb, also füllt das Glas immer direkt das Wasserfrüß hier rein. Lässt es halt ein bisschen, entweder dreht es noch ein bisschen oder lässt es einfach stehen, dann dreht man das einfach wieder um, dann läuft es wieder raus und das war's. Ne? Hier ist der Vorteil eben, dass man auch kein Sieb braucht. Und ja, für eine überschaubare Menge, sage ich mal, von Samen, der nicht viel nimmt, ist das wohl wahrscheinlich auch die beste Variante. Also ja, aber hier kann man sich auch wirklich einfach selber behelfen und preisgünstig solche Keimgläser herstellen. So habe ich das auch gemacht. Einfach hier so ein Einmachglas kaufen mit so einem Metalldeckel und dann einfach mit dem Messer einfach ein paar Löcher hier reinwamsen. Und da die Messer ja auch ausreichend dünn sind, da hat man dann im Endeffekt nur solche kleinen dünnen Spalten, wo das Wasser dann ablaufen kann. Selbe Prinzip, ne? Man muss allerdings aufschließen, weil, also aufmachen, dann Wasser rein und dann zumachen. Das hast du nun bei den 5 Euro Gläsern nicht. Dafür kostet das nur 30 Cent bis 1 Euro. Weil das Wasser hier nicht durchläuft hier oben. Ich habe euch alles das verlinkt, also sowohl das Keimglas als auch den Keimturm, als auch die billigen Einmachgläser. Ja, und dann sind die Keime irgendwann fertig. Und auch das ist individuell unterschiedlich, aber ja, auf jeden Fall kann man diese dann verzehren und so lange aufbewahren, solange sie noch angenehm und frisch riechen. Das sollte euer Indikator sein. Solange sie noch angenehm und frisch riechen. Ich lagere sie, nachdem sie fertig sind, eigentlich immer im Kühlschrank und ja. Während schwarze Bohnen noch weit über eine Woche genießbar waren, nachdem sie fertig gekeimt waren, sind Braunhirse Sprossen schon nach 3 Tagen ja, eigentlich für mich ungenießbar geworden, beziehungsweise sie haben so gerochen, dass ich es unangenehm fand, einfach weggeschmissen. Eine Sache ist dabei noch ganz wichtig zu erwähnen. Schaut euch mal dieses Foto an. Das waren meine ersten Brokkolisprossen und diese sind sofort in den Müll gewandert. Aber das sind sogenannte Faserwürzelchen. Ich habe den Beitrag dazu ja schon vorige Woche auf Facebook gepostet, da haben wir ja schon diskutiert, zumindest die, die mich auch auf Facebook verfolgen. Das sieht erst aus wie Schimmel, ist aber völlig gesund und gehört zu der Pflanze dazu. Woran ihr Schimmel immer erkennt und auch unterscheiden könnt zwischen dem und Schimmel, das ist ein modriger Geruch und meistens, wenn sich der Schimmel auch so ein bisschen ausbreitet, so ein Schimmelteppich, da sind auch viele kleine schwarze Punkte zu sehen. Aber das hier auf dem Bild, das sind einfach nur gesunde Faserwürzelchen. Für mich war es trotz dieser Information ja, schon erstmal in erster Instanz komisch da rein zu beißen, aber ja, wirklich komplett gesund, hat gut geschmeckt, wunderbar. Generell brauche ich glaube ich euch nicht über die Gesundheit und oder den Gesundheitswert und ja, die Wichtigkeit von Sprossen generell aufzuklären. Da gibt es genug andere Kanäle, die sich da auch wirklich spezialisiert haben. Die Silke auf jeden Fall oder der Norman. Für die Rohkost ist es aber auch noch interessant zu erwähnen, dass die fertigen Keime, fällt mir gerade ein, man dann auch wieder, also wieder dörren kann. Also irgendwie irrsinnig, aber man kann sie sozusagen erst keimen lassen und dann wieder dörren. Weil man hat sie ja eigentlich zuerst zum Leben gerufen und dann dörren ist irgendwie so, aber es ist halt eine Konservierungsmethode und dann kann man länger mit den Sprossen arbeiten. Insbesondere bei Buchweizen rockt das extrem. Also Buchweizen keimen lassen und wieder dörren. Da der gesprosste und gedörrte Buchweizen einfach so geile kleine Kornschießer gibt, die man überall drauf streuen kann und was lecker schmeckt und total gesund ist, also absolut zu empfehlen. So, ich habe jeder halt so einen grundsätzlichen Plan erstmal, wie das mit dem Sprossen und Keim generell funktioniert. Ich habe versucht wirklich so basic wie möglich zu machen. Also falls noch weitere Fragen sind, einfach in die Kommentare. Gerade weil das euer Wunschvideo war, werde ich auf jeden Fall auch mich daran tun, eure Fragen da beantworten zu können. Sollte ich das nicht können, bin ich mir sicher, irgendeiner ja, wird das beantworten können in den Kommentaren.
Falls ihr das Rezept noch nicht kennt von dem Rohkost Rinderbraten, der ebenfalls gedörrt wurde, das Video findet ihr hier. Ansonsten ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.